Gewebe kann auf verschiedene Weise angeordnet sein. Ach, Quatsch. Auf zweifache Weise angeordnet sein. Als kompakte oder als spongiöse Substanz. Sowohl kompakter als auch spongioser sind nach dem Prinzip größtmöglicher Beanspruchbarkeit... Statischer Beanspruchbarkeit. Ach, hast du mich erschreckt. Ja. Statischer Beanspruchbarkeit? Ja. Ja, steht ja auch hier. Natürlich. Ach, besser, besser. Wo kommst du denn so plötzlich her? Direkt von der Klinik. Ich habe nämlich gedacht, man darf eine so schöne junge Frau nicht so lange allein lassen. Eine glänzende Idee. Ach Gott. Was ist denn? Ach, ich muss zur Vorlesung. Nein. Doch. Nein. Das vegetative Nervensystem. Ach, komm, lass sie ausfallen. Empfiehlt einer angehenden Ärztin Pflichtversäumnis und Nachlässigkeit? Aber überhaupt nicht. Ich würde es dir erklären. Was? Ja, ich erkläre es dir ganz anschaulich. Du Schock! Ich liebe dich. Sag mal, bist du wahnsinnig? Was ist denn in dich gefahren? Na, das hab ich gern. Schlafen die Chirurgen verkohlen? Ja. Das sollst du büßen, du. Also da verschwinde ich jetzt schnell wieder. So ein Geschmatze und Geschnäble. Kitty. Oh, Hilfe! So was gibt's doch mal gar nicht, Christa. So was hast du geheiratet. Lass mich doch, du Lümmel. Küss die da, die ist deshalb gekommen. Ist das wahr? Bist du deshalb gekommen? Unter anderem, ja. Ich habe mir gesagt, man darf einen attraktiven Mann im besten Alter nicht so lange allein lassen. Eine glänzende Idee. Oh Gott, ich habe ja noch zu arbeiten. Was denn? Das vegetative Nervensystem. Das werde ich dir erklären. Ah ja? Ja. Und an einem Symposium in New York teil. Ach so? Ja. Na, hör mal, das ist eine einmalige Chance. Und? Kommst du durch? Naja, ich glaube schon. Ich könnte sogar schon einen Forschungsauftrag annehmen. Aha. Was? Naja, ich nehme ihn natürlich nicht an. Formas meint nur, da liegt meine besondere Begabung. Na, Moment mal. Ich meine, das sagt er doch nicht einfach nur so. Du, Formas gilt als Kapazität auf seinem Gebiet. Du, Katharina, ich möchte dich bitten, Christa nicht dahingehend zu beeinflussen, dass wir auch weiterhin eine wochenende Ehe führen müssen, nicht? Oh, pardon. Oh, dann Kitty. Dankeschön. Danke. Darf ich auch gratulieren? Oh, natürlich. Sag mal, muss ich jetzt Frau Doktor zu dir sagen, oder? Darf ich bei Christa wohnen? Nein, sag Mami zu ihr. Oh, was du willst wohl. Du, entschuldige bitte einen Moment, kommst du mal? Ja, Prost. Ja, Prost. Du Königin, Kinder der Nacht. Guten Abend. Oh, guten Abend. Darf ich dir Dr. Formas vorstellen? Guten Abend, Herr Kollege. Herr Professor. Na, tolle Stimmung, nicht? Ja, ist ja auch kein Wunder, nachdem Sie es geschafft haben. Ja, ja, nicht zuletzt durch Sie, wie Christa sagt. Doch, wirklich. Sie schwärmt von Ihnen. Ja, das freut mich aber. Das heißt also, mir gegenüber schwärmt sie natürlich nur immer von Ihnen. Na, das freut mich aber auch. Muss ja auch so sein, nicht? Immerhin ist sie ja meine Frau. Wo die Lok ist. Entschuldigung. Ja, danke. Ja? Ist das möglich, dass der Formas dich in seinem Labor haben will aus Gründen, die mit der Forschung oder deiner Tüchtigkeit auf diesem Gebiet nichts zu tun haben? Das glaube ich nicht.
Nein, auch als wir neulich in einem Weinlokal saßen, hat er fast ausschließlich von Analyse und biologischen Experimenten gesprochen. Ah ja, na, sein Glück. Das ist kein Opfer für dich. Was? Na, zu mir in die Klinik zu kommen. Obwohl du natürlich viel lieber in die Forschung gehen würdest. Nein. Nein? Kein Opfer. Also gut, lassen Sie das Geld da. Mann, so sehen Sie. Mit ihm kann man doch wenigstens reden, dass wir alles gleich haben können. Aber der Herr im eleganten Anzug und ohne Haare, der macht ja große Geschichten. Mit Ausweisen muss man zeigen, alles. Und da kann man nicht mal Blödes machen. So. Was machen wir jetzt? Die Bank hat zu. Du musst doch in den Safe. Ach. Den öffnet man mit einem Schraubenzieher. Achso. Soll ich Mühlmann anrufen? Wieso? Damit er herkommt und wir das Geld in seinem Safe einschließen. Ach, Mühlmann würde nie Geld annehmen, das nicht korrekt verrechnet ist. Ja, das ist auch wahr. Also, nehmen wir es mit nach Hause. Gut. Entschuldigung, aber ich wollte mich eigentlich nur verabschieden kommen. Ach ja, heute ist es ja soweit. Soll ich Ihnen was sagen, Elke? Wir lassen Sie ungern gehen. Machen Sie mir es doch nicht noch schwerer. Und wenn Harry nicht so ein dufter Typ wäre, dann würde ich Sie gar nicht gehen lassen, meine Frau auch nicht. Arbeitest du weiter? Ja. Harry hat auch eine Stelle als Produktionsleiter bekommen. Na prima. Schreiben Sie uns mal. Ja, mache ich. Also, mach's gut, Kleine. Alles Gute. Dankeschön. Und sag uns aber, was so gut riecht. Pilzragu und junge Kartoffeln. Du, Christa, sag mal, sind die Blumen von Vollmers? Im Arztzimmer. Ja, als ich aus dem Rathaus kam, stand er plötzlich da. Ja, er hat angerufen. Ich habe ihm gesagt, dass du dort bist. Mhm, wir haben einen Kaffee zusammen getrunken. Aha. Ist er extra deinetwegen gekommen? Nein, seine Schwester wohnt hier. Dann kommt er wohl öfter, was? Zu seiner Schwester? Ja, wahrscheinlich. Warum fragst du? Och, nur so. Ach, wahrscheinlich hast du recht, du. Das ist keine einmalige Reiberei, das ist eine Dauerkrise. Er will Katharina ganz und sie gibt ihm immer nur ein bisschen. Doch nur, wenn sie Lust dazu hat. Aber bis vor 2, 3 Jahren war doch alles in Ordnung. Ach, weißt du, Katharina ist für ihn zu selbstbewusst und zu ehrgeizig. Das heißt, er ist für sie zu anhänglich und zu selbstzufrieden. Sie will immer Action. Und er will seine Ruhe. Was ich bei ihm nie für möglich gehalten hätte. Ich auch nicht. Ach, weißt du, nach den Gesichtspunkten der Vernunft hat Katharina im Einzelnen immer recht, aber es harmoniert halt nicht mit seiner Auffassung von der Ehe. Mich beunruhigt das alles ein bisschen. Obwohl er erwachsen ist und alles natürlich alleine in den Griff kriegen müsste, nicht? Ja. Katharina ist aber auch ein bisschen weltfremd. Warum? Ich engagiere doch nicht ein bildhübsches Kindermädchen, wenn ich 6 Abende in der Woche nicht zu Hause bin. Ach so. Och, weißt du, bei mir könntest du das alles machen. Das könnte dir so passen. Der Dr. Vollmers hat eben angerufen. Ach, hat er schon angerufen? Was ist denn? Ich wusste nicht, dass es zwischen euch verabredet war. Wieso verabredet? Mir gegenüber hat er getan, als wüsstest du noch gar nichts von diesem Angebot. Das ist ein Missverständnis. Also, keine Verschwörung, wie dir das vielleicht vorkommt. Ich habe Dr. Vollmers lediglich gebeten, mit dir darüber zu sprechen, weil du... Naja, lieber Gott, weil du mein Chef bist. Ich kann doch nicht zusagen, ohne dein Einverständnis. Also fair ist das nicht, du. Was ist nicht fair? Na, so zu tun, als käme alles auf meine Zustimmung an. Als müsse man mit Taktik und psychologischer Raffinesse vorgehen. Und nicht nur etwa, weil ich dein Chef, sondern weil ich dein Mann bin. Jetzt wird's aber kompliziert, ne? Nicht durch mich.
Ihr habt es kompliziert gemacht. Na, was ist kompliziert daran, wenn ich möchte, dass du damit einverstanden bist? Es setzt mich in ein falsches Licht. Wie kann ich wollen, dass du hier bleibst, wenn du weggehen möchtest? Ich möchte nicht gehen, wenn du willst, dass ich bleibe. Aber wenn du gehen möchtest, dann will auch ich, dass du gehst. Ich bin doch nicht dein Gefängniswärter. Könnte es sein, dass jedes weitere Wort das Missverständnis nur vergrößert? Ja, das könnte allerdings sein. Also, dann sage mir nur noch, was du Dr. Formers geantwortet hast. Das Natürliche ist, dass du die Arbeit annimmst. Ja, worüber streiten wir dann? Über das Verfahren! Ach, komm, lassen wir es jetzt. Scheint ja heute einen schlechten Tag erwischt zu haben.
Unter Volumengabe hat sich der Kreislauf auch wieder stabilisiert. Wir bringen ihn sofort zum Röntgen. Ja. Klaus. Er wird schon durchkommen. Ja. Kümmere du dich bitte um Christa, ja? Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es Vollmers? Er hat die Operation gut überstanden. Und wie geht's dir? Oh, ganz gut, glaube ich. Ich hoffe ja auch, dass Klaus mal kommt. Der war schon da, aber da hast du geschlafen. Und jetzt schläft er. Die letzten 24 Stunden waren ziemlich strapaziös für ihn. Sag mal, glaubst du dasselbe wie Klaus? Dass ich ein Verhältnis habe mit Vollmers? Ich habe kein Verhältnis mit Vollmers. Glaubt das dein Vater etwa? Ich weiß nicht, was er glaubt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich alles wieder einrenken wird. Ja. Entschuldige, ich bin ein bisschen durcheinander. Entschuldige. Ruhe dich aus. Fühlst du dich? Ganz gut. Was hat er mir denn alles rausgeschnitten? Hm? Ich weiß nicht. Nein, bleib schön liegen. Bleib still liegen, komm. Mir geht's ja richtig gut. Ich weine. Ich verstehe was davon. Oh, Verzeihung, ich will nicht stören. Meine Frau darf schon aufstehen? Nee, ich habe ihr nur erlaubt, den Vollmer mal zu besuchen, damit sie sich bedanken kann. Umso mehr, als er auch das Kind ihm sein Leben zu verdanken hat. Ja, welches Kind? War denn ein Kind dabei, als die Lawine runterging? Na, was ist los? Was starrst du mich so an? Ja, im gewissen Sinne war ein Kind dabei, als die Lawine runterging. Ach so? Merkwürdig. Sag mal, Chef, willst du mich auf die Schippe nehmen oder hast du wirklich keine Ahnung, dass deine Frau schwanger ist? Was? Du, das habe ich nicht gewusst. Ah, und über sowas sprecht ihr auch gar nicht miteinander, ne? Es war so wenig Zeit, weißt du, wir hatten... Warum hat die mir das nicht gesagt? Und ist das... Eine absolut stichhaltige Diagnose, ja. Und bei dem Unfall ist da nichts passiert? Es ist keine Gefahr mehr. Gestern sah es allerdings für einen Moment mal so aus.
Sag mal, Römer, hältst du es für möglich, dass ich ab und zu bescheuert bin? Mein Gott, was kann man schon mit Gewissheit ausschließen? Dr. Römer, bitte in den OP. Na Mensch, nun freu dich doch ein bisschen, hm? Dr. Römer, bitte in den OP. Sag du mir, du kriegst ein Kind? Aber warum hast du mir das nicht gesagt? Wann? Hast du wegen dem... Im Jungen, wegen dem Willi so engagiert warst? Zwischen zwei Operationen? Als Käthe gestorben war? Wann in den letzten Wochen hattest du Zeit für ein Gespräch, Klaus? Schau, das mag man doch nicht sagen, wenn der andere nervös oder schlecht gelaunt ist. Du, ich hatte so viel um die Ohren. Wirklich. Na ja, und dann mal. Meine verzweifelten Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören und dann... Ach. Sag mal, hast du wirklich geglaubt, ich gehe mit Vollmers fremd? Na klar, das ist sicher. Ach. Hat doch alles darauf hingedeutet. Ach nein, weißt du, ich brauchte doch mal jemanden zum Aussprechen. Hm? Jemanden, der mal Zeit für mich hat. Weil du warst ja meistens nicht einmal telefonisch für mich erreichbar. Jetzt kriegen wir ein Kind. Du, geniert dich das? Was? Ja. Was? Ob mich das was? Ja, du hast einen erwachsenen Sohn. Na und? Erwachsenen Sohn, sag mal. Römer hat mir gesagt, du bist vollkommen in Ordnung. Na, das ist doch wunderbar. Und ich bin doch... Ich bin doch auch fit, ne? Und genieren tue ich mich doch nur, wenn ich mich mit Pflaumenkuchen bekleckere oder wenn mich Römer beim Rauchen erwischt. Mein Kind? Du lieber Gott. Über ein Kind freue ich mich doch. Schwester Hildegard. Ja. Ich werde Vater. Ja. Das köstlich. Toast. Oh, und wo ist die Butter? Isst du nichts? Natürlich esse ich. Komm, fang an. Köstlich. Hier lege ich einen Teich an. Ein Teich? Nee. Nee, da kann das Kind reinfallen.
Hier lege ich einen Steingarten an. So einen Steingarten, da stößt es sich den Kopf. Ja, da musst du eben aufpassen. Herr Professor. Ja? Ich muss Sie mal sprechen. Ja, was gibt's denn? Darf meine Frau dabei sein? Ich weiß nicht, ob sich das schickt. Also, Ihr Udo hatte Damenbesuch. Ja, das weiß ich doch. Tja, eben. Tja, eben. Udo und Claudia beziehen in der nächsten Woche eine gemeinsame Wohnung. Es ist nicht meine Sache, was da geschieht, Herr Professor. Hier aber... Tja, ich weiß nicht recht, ob ich meinem 32-jährigen Sohn verbieten kann, die Frau, die er liebt, mit auf sein Zimmer zu nehmen. Ihr Sohn ist verheiratet mit einer anderen. Ja, noch. Ist ja wohl auch nötig. Einer muss doch dafür sorgen, dass nicht jeder macht, was er will. Sie paffen ja auch schon wieder wie ein Schlot. Moment, nicht übertreiben. Nicht, das ist meine erste. Und mehr als 10 Stück am Tag sind nicht drin. Ja, ja, da rechnen Sie aber die nicht mit, die Sie zwischendurch von Udo oder jemand anderem angeboten bekommen. Außerdem wollten Sie ja gar nicht mehr rauchen, wenn ich mich recht entsinne. Na ja... Da hat sie recht. Natürlich habe ich recht. Säen sollen Sie nicht graben. Da kann man doch nicht aussehen, da ist die Erde viel zu hart. Da setzen Sie sich auf die Terrasse. Ihr Tee wird jetzt auch schon abgekühlt sein. So, da ist der Tee. Was ist das für ein Tee? Ein Kräutertee, speziell für Schwangere. Im Augentrost, Engelwurz, Gänsefingerkraut, Huflattich, Salbei, Spitzwegerich. Habe ich alles gesammelt und über den Winter getrocknet. Sophie. Sophiechen. Sophiechen bringt man. Was denn? Kriegen wir ein Mädchen? Mhm. Vielleicht. Was ist? Hast du Schmerzen? Nein, nein. Es strampelt nur wieder. Ah ja? Mhm. Tatsächlich. Du sag mal, ist das nicht unangenehm? Nö. Nö? Also wenn ich mir vorstelle, dass jemand da von innen an meine Bauchdecke boxt, dann... Ja, ja, ich weiß schon, was du sagst. Ich weiß es ja schon. Als Mediziner sollte ich nicht kindisch sein, nicht? Aber als Vater, als werdender Vater, darf ich ja kindisch sein, nicht? Oder? Mhm. Nach 4 oder 5 Tagen? Mhm. Ja, so ungefähr. Sag mal, bist du nicht aufgeregt? Ja, ein bisschen schon, aber so nervös wie du bin ich nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Ich bin nervös, ich bin sehr nervös. Ist ja klar, du hast es schon, das Kind. Aber ich? Ja, du fühlst es doch, ich nicht. Ah ja. Ich bin nur auf Informationen aus zweiter Hand angewiesen. Ja, Herr Professor, Männer haben es überhaupt viel schwerer. Oh ja. Wo willst du hin? Zur Gymnastik. Soll ich dich hinfahren? Nein, laufen ist viel gesünder. Wenn das Kind geboren ist, wird gar nicht mehr geraucht. Im Haus rauche ich doch gar nicht mehr. Ich rauche doch nur im Freien. Wenn das Kind geboren ist, wird gar nicht mehr geraucht. Haben Sie denn gar keine Willenskraft? 6 Monate ausgesetzt und dann wieder angefangen als Arzt. Da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Entschuldigen Sie. Ja. Ich helfe Ihnen dabei. Los, 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 Tempo, Tempo. Beeilung. Kollision. Zweifel ein Infarkt. Die Enzymdiagnose ist positiv. Das kriegst du nichts davon erfährt. Noch nicht, hörst du? Da kannst du dich drauf verlassen. Kommt ihr noch ohne mich aus? Ja. Gut. Wie geht's ihm? Nochmal. Und wie heißt er jetzt, ne?
Herzlichen Glückwunsch. Danke. Operiert mein Mann noch? Ja. Es wird noch eine Weile dauern. Sagen Sie ihm, es ist ein Junge. Ja. Bleibe nicht hoffnungslos. Dr. Römer kommt zu dir, kann dir mehr sagen. Udo! Warum sollte ich dir was vormachen? Bei einem Infarkt weiß man das nie. Du bist doch selber Ärztin. Oh Gott. Du bekommst ein Kind, Vater einen Herzinfarkt und ich muss einen Magendurchbruch operieren. Udo. Aber das ist oft so am ersten Tag nach dem Infarkt. Es sind die Enzyme, die den sicheren Beweis liefern. Ich hatte eben für einen Moment die Augen auf. Ja, schon zum dritten oder vierten Mal. Es ist jetzt ganz wichtig, dass keine Schwierigkeiten auftreten. Seinen augenblicklichen Zustand würde ich als befriedigend bezeichnen. Gemessen an der Schwere des Infarkts. Udo sagte mir gestern, es sei kein schwerer Infarkt. Es war eine Notlüge, Christa. Sie hatten gerade entbunden. Ich hatte Udo darum gebeten. Ich hoffe, Sie verzeihen mir. Ich verstehe schon. Es wird mir ganz allmählich mitgeteilt, wie es in Wirklichkeit um ihn steht. Das lässt sich genau erst in einer Woche sagen. Aber ich glaube, seine Genesungsaussichten sind nicht schlecht. Dank der schnellen Hilfe, die wir leisten können. Wissen Sie, wenn der Zusammenbruch nicht im OP, sondern an einem abgelegenen Ort stattgefunden hätte? Ich weiß nicht, ob er eine Chance gehabt hätte. Sie sollten sich wieder ein bisschen hinlegen. Ist er? Er schafft es. Hoffentlich. Wie geht's deinem Magendurchbruch? Ach, der schafft es auch. Wir können jetzt zu ihm, Christa. Er ist ansprechbar. Und gleich wieder da. So. Bitte. Dankeschön. Aber nicht lange. Beide gesund. Ja. Ich wohl nicht so sehr, nicht? Das wird schon wieder. Sag mal, wann war denn das? Vorgestern.
grüß dich, Liebes. Grüß dich. Ach, guten Tag, Herr Marke. Tag, Frau Kollegin. Oh, was für ein prächtiges Kind. Wollen Sie es mal halten? Wenn ich darf. Lass aber nicht fallen, Marke, ja? Anlässlich dieses Familientreffens fällt mir ein, dass ich noch eine Unmenge Krankenbesuche machen muss. Darf ich? Ja. Und dir weiterhin gute Besserung. Danke, Wiederschauen. 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 Wir wollten nicht stören, nur kurz alles Gute wünschen. Na, was heißt denn stören? Alles Gute, Herr Professor. Dankeschön, Frau Michael. Wir haben ein richtiges Familientreffen jetzt. Verzeihung, die Pillen für den Chef. Wo darf ich Sie bitten? Dankeschön. So. Frau Doktor, das Kind ist ganz nach dem Herrn Gemahl. Wie kann man so ein unschuldiges Wesen beleidigen, Mischa? Ich wollte Ihnen nur eine Freude machen. Das Kind ist natürlich ganz nach Ihnen, Frau Doktor. Ja. Ach, ein sonderbares Gefühl, Patient in seiner eigenen Klinik zu sein. Und lange bist du es ja nicht mehr. Also? Römer sagt, du kannst nächste Woche raus. Na schön. Und im Garten herumspazieren. Gut. Nur unter Aufsicht natürlich. Und wenn du es nicht übertreibst. Wenn ich was nicht übertreibe? Hm? Alles. Komm, gib ihn mir. Wir wollen uns auch eins anschaffen. Recht habt ihr. Ich will ja auch Enkelkinder haben, nicht? Sag mal, wie soll er jetzt heißen? Hm? Michael. Mhm. Hm? Christian? Christian, ja. Adalbert. Hm. Zu lang. Zu lang? Zu lang. Julian. Gut. Nö. Was sagen Sie? Julian. Klaus. Das ist